Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Jawohl, wie versprochen gehen wir heute auf einen Weihnachtsmarkt während Corona, ihr habt richtig gehört. Und seid überrascht, wo wir hingehen, und ich würde sagen, wir fahren los. Heute haben wir den lieben Jackie und den lieben Maxi dabei. Servus. Die werden uns auf den Weihnachtsmarkt begleiten, und ich würde sagen, wir labern nicht um heißen Brei, wir fahren los, oder? Ja. Yeah, Weihnachtsmarkt willkommen. Yeah, wir sind angekommen. Wir haben alle Bock auf Glühwein. So, jetzt aufsteigen. Ich will ein Würstchen essen. Du, Max? Alter, ich hab Bock auf eine Waffel. Waffel? Nee. Oh, Plätzchen. Oh, geil. Boah, richtig. Alles Kinderpunsch. Oh, das ziehen wir uns jetzt alles rein. Riesig. Let's go. Heute wird eine richtige Fresser. Auf geht's, auf geht's. So, mitten auf dem Weihnachtsmarkt angekommen. Endlich! Super! Haben wir erstmal Bock auf ein schönes, heißes Getränk. Ja. Und was ist nicht besser als Kinderpunsch, oder? Und schaut mal, hier sind hier in einem Stand hier angekommen. Und guckt mal hier: Kinderpunsch, 2 Euro und verschiedene Teesorten auch 2 Euro. Und ich würde sagen, da gönnen wir uns jetzt welche. Hallo! Was darf denn sein? Was habt ihr denn alles Gutes? Also, wir haben Früchtepunsch und wir haben auch verschiedene Teesorten. Ich weiß noch nicht, ob ich Tee oder Glühwein nehmen soll. Wisst ihr schon, was ihr wollt? Ich glaube, ich nehme Glühwein. Nehm, richtig Bock auf Glühwein. Was nehmt ihr denn für Kinderpunsch? Also, ich nehme Kinderpunsch. Ja, wenn ihr nehmt, dann nehme ich auch. Ja, dann dreimal. Drei Kinderpunsch bitte. Geht's auf dich? Das geht auf mich jetzt, ja. Oh, oh. Beste! Das sieht aber auch gut aus hier, oder? Jetzt oh, das riecht schon. Das riecht richtig gut. So, einmal. Dankeschön. Einmal für dich. Vielen Dank. Aber ich würde mal sagen, die Dame kommt zuerst. Oh, vielen Dank. Zweimal. Dankeschön. Einmal für dich, Maxi. Merci. Schöne Musik hier, gell? Das ist richtig angenehm. Voll gut thematisiert und so. Dream Teams Weihnachtsmarkt. Und stimmt, da steht Dream Teams Weihnachtsmarkt. Das genau. 6 Euro bitte. 6 Euro, ja. Haben gesagt, es geht auf mich. Bitte schön. Machen Sie 8. So, Alter. Dankeschön. Sollen wir nach da hinten gehen trinken? Ja, ich finde das voll schön. Gut. Also gehen wir nach da hinten trinken. Tschüss, schön, Spaß noch. Tschüss, ja, danke Ihnen. So, Maxi ist kurz auf Klo, genau. Und wir haben gesehen, die anderen wollten jetzt auch noch ein Würstchen nach diesem leckeren Kinderpunsch. Deswegen holen wir uns hier ist sogar ein Würstchen, stand, das passt gerade genau. Die nette Mitarbeiterin da hinten, holen wir uns 3-4 Würstchen und dann würde ich sagen, ham ham. Sieht schon total schön aus mit dem Stern. Genau, was kostet der Spaß hier? 3,50 Euro. 3,50 Euro, absolut
In Ordnung. Ja. Let's go. Hallo. Hallo. Wir hätten gern viermal eine Bratwurst. Im Brot? Im Brötchen, ja. Ach, hier sind wir. Ich habe den Max auch wieder gefunden. So, so, da bin ich wieder. Fertig. Ja. Geschäft erledigt. Für mich 15 Kilo leichter. 10 Kilo leichter. Ah, jetzt kann ich wieder 10 Kilo fressen. Oh, es gibt Würstchen. Ja, ja, es gibt Würstchen. Sieht total lecker aus. Ketchup und Senf kann ich selber drauf machen. Vielen Dank. Oh, oh, da freue ich mich drauf jetzt. Was denkst du, was mag Jackie? Ich glaube, die mag Ketchup. Ketchup? Ja. Ja. Okay. Was kennen Sie von uns? Danke. Was macht das? 15 Euro macht das. Vielen Dank. Geht's dir auch nicht? Wir haben alle auf Green Team Snacken. Danke schön. Dankeschön. Ah, ich habe das Würstchen für Jackie. Ja, genau. Mach's so. Oh, Würstchen, hurra. Tschüss. Ja. Lecker aus. Hat Hunger. Out the rain, these are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. So, Jackie und ich sind jetzt mal vom Feuer weggegangen, haben uns aufgewärmt und jetzt essen wir noch was Süßes. Wir haben Bock auf Waffeln. Waffeln? Ein Stand mit Waffeln, 1,50 mit Puderzucker, 1-2 Euro mit. Ist ein Muss auf jedem Weihnachtsmarkt. Finden wir auch und deswegen holen wir uns jetzt was. Vanessa ist noch auf dem Klo und ich würde sagen, holen wir uns für sie auch noch was mit. Und da hinten ist ja der fleißige Verkäufer schon. Wir kommen gleich. Guten Abend. Wir kriegen bitte 4 Waffeln. Mit was wollt ihr? Ich mit Apfelmus bitte. Ich auch bitte. Alles klar. Okay, ich glaube, Maxi wollte auch mit Apfelmus. Dann kriegen wir 3 Waffeln mit Apfelmus und eine mit Puderzucker. Alles klar, kommt sofort. Oh, Waffeln. Alter, das ist richtig lecker. Mhm. Ich liebe Waffeln, das ist ein Muss. Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. As they walk Waffeln waren jetzt mega, mega lecker. Hat mega gut geschmeckt, hat der Tipp sehr gut gemacht. Ja, die mit Apfelmus waren mega. Ja, der Apfelmus war sehr lecker. Und wir kriegen nicht genug vom Süßen. Deswegen holen wir uns jetzt weiter. Was holen wir uns? Wir holen uns jetzt, was schätzen wir? Kokosmakronen. Oder Schokobanane, Schokotraube. Ausstecher hier, perfekt. Oder auch ein super Preis. Haselnussbusser. Alles ganz lecker, sieht sehr verlockend aus. Also ich schätze mal. Ja, dann. Gehen wir los. Auf zum Geld ausgeben. Ja, guten Abend. Guten Abend. Willkommen in der Dreamchip Bäckerei. Hier kann ich Ihnen behilflich sein. Ja, was möchtet ihr denn gerne? Ich hätte gerne Schokotraube. Eine Schokotraube für die Dame natürlich. Sehr gerne. Und du?
Ich nehme so ein Päckchen mit Haselnussdinger. Ich gebe mir mal Zahlen, tun sie ja gleich später. Ja. Deine Mama mitbringen. Ja, ich will sie meiner Mama mitbringen. Die mag diese Haselnussdinger voll. Also ein Päckchen mit diesen Haselnussgebacken. Ein Päckchen mit Haselnussplätzchen. Und mich dann auch bitte im Anschluss noch die Weintrauben mit Schokolade überzogen. Diese Weintrauben auch? Genau. Jawohl, mache ich Ihnen daher. Sieht mega gut aus. Philipp, nehmen wir vielleicht die Banane mit. Ja. Wolltest du noch die Banane mitnehmen? Ja, das wäre nett. Schatz, sagst du? Ja, ist gut, geht noch nicht. Ja, ich hoffe, ich habe so, dann doch die Banane. Es so, macht jetzt insgesamt 14 Euro. Machen Sie 15 draus. Dankeschön. Wunderbar. Und 5 zurück. Merci, Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend. Abend. Danke Ihnen. Schönen Abend. Schönen Abend. Weihnachtsmarkt noch. Tschüss. Oh, mega geil. Mega gut? Echt? Ja. Ja, meine Weintrauben waren auch sehr lecker. Was los? Boah, ich habe gebrannte Mandeln vergessen. Boah, Scheiße, die wollte ich unbedingt haben. Dann gehen wir nochmal zurück und holen sie. Okay. Okay, auf geht's. Hallo. Ja, hallo, die Dame von vorhin. ich wollte noch gebrannte Mandeln haben, habe ich vorher vergessen. Ah, wollten Sie noch gebrannte Mandeln? 200 Gramm oder 100 Gramm? 100 Gramm. 100 Gramm, genau. Die gebrannte Mandeln für Sie. 2,50. 50 Cent zurück. Dankeschön. Schönen Abend noch. Alles gut, tschüss. Danke, Ihnen auch schöne Weihnachten. Dankeschön. Boah, es ist voll schön hier. Mega. Voll warm, ey. Es ist richtig warm, boah. Alter. Ich finde, die Leute haben sich echt darum gekümmert, dass man einem hier gut geht und mega, also voll die schöne Stimmung. Und es hat sich gelohnt, auf jeden Fall nochmal gebrannte Mandeln zu holen. Die sind echt lecker. Echt? Mhm. Da haben sich doch die 3,50 wirklich gelohnt. Ja, 2,50. Ach stimmt, du hast den Frauenrabatt gekriegt. Ich hab Frauenrabatt gekriegt, genau. Ganz sicher. Richtig. Ich glaub, der Verkäufer stand auf dich. Ja, ich glaube. Vielleicht solltest du mal zu ihm hingehen. Er steht auf dich. Ich glaube, der hat ein Auge auf dich geworfen. Mal schauen, vielleicht sieht man sich ja. Vielleicht. Okay, na dann. Achtung, 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 liebe Besucher des heutigen Weihnachtsmarktes. In Kürze werden wir unsere Pforten schließen. Bitte verlassen Sie langsam das Gelände und wir bedanken uns für Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal und Ihnen alle frohe Weihnachten. Oh Mann, Philipp ist noch auf Toilette. Lass ihn Bescheid sagen und dann lass ihn da. Komm. So, da sind wir wieder. So, ja. Stell dir mal vor, jemand wäre das Teelicht gerannt. Ja, das letzte Teelicht, Alter. Das letzte Licht? Das stimmt, die anderen sind auch. Oh. Ein mega Tag geht vorbei. Oh, ausgegangen. Ja, ein mega Tag. Ja. Ein schöner Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Mega Abend, ja. Genau. Wir haben uns überlegt, einfach einen kleinen Weihnachtsmarkt zu machen. Dafür, dass wir jetzt Zeit während Corona. Wer es nicht gemerkt hat, die Darsteller, die waren wir. Einfach zu der schönen Weihnachtszeit dieses Feeling von einem Weihnachtsmarkt nicht haben, haben wir gedacht, wir machen selber uns einen. Und ohne Spaß, es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, es hat, sich es hat wirklich sehr Spaß gemacht und es hat sich echt gelohnt. Es war zwar sehr zeitintensiv, aber es und hat kalt. Sich auf jeden Fall gelohnt. Also nächstes Jahr machen wir es wieder. Genau, und es ist sehr kalt gewesen, haben wir festgestellt. Genau. Ja. Der Boden ist gefroren. Ich friere auch gleich schon. Wir werden jetzt noch zusammen einen Früchtepunsch trinken. Dabei nehmen wir euch nicht mehr mit, lassen den Abend noch ausklingen. Genau. Genau. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder nach unten, ist uns auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt gerne ein Abo da lassen. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Und wenn dann aktiviert werden, die Glocke mit zu verpassen. Was könnt ihr aktivieren? Die Glocke. Oh no. In dem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, falls ihr uns nicht mehr sehen sollt. Falls doch, man sieht es uns nicht. Wir sehen uns noch. Und alles Gute und so, bleibt gesund und munter während dieser schweren Zeit. Liebe Grüße von Jackie. Und das ist Cousine. Wir hoffen, wir konnten euch das Weihnachtsfeeling oder das Weihnachtsmarktfeeling ein bisschen nach Hause bringen. Genau. Ja. Willst du noch irgendwas sagen, bevor wir uns verabschieden? Nee. Du, Maxi. Nö. In dem Sinne, schönen Abend durch. Wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jackie. Da gönnen wir uns jetzt welche. Jetzt, oh, das riecht schon. Ich bin Flachflaschke. Wie sieht denn das aus? Hallo! Leuchtet es überhaupt? Nein, eben nicht. Warum geht's jetzt? In Ordnung. Ja. Let's go!
Let's Bett. Notier Lenz. Also Leute, ich gebe sie dann euch. Warte, Philipp, ich mach dir einfach wieder Licht. Leute, ich gebe sie euch dann in so. Ich kann wegschneiden. Was macht das? Geh mal jetzt den Preis, die was siehst du mit der Verkäuferin? 14 Euro macht das, macht nicht mehr. Vielen Dank. Schatz, nein! Nicht! Ja, das bringt mit kaltem Wasser. Sieht man das hier hinten auch gut? Oder soll man das überhaupt sehen? Ja, das kriegen wir hin. Okay, aber Action. Also, die Waffeln waren jetzt mega, mega, mega gut. Ich habe kein Geld gekriegt. Du warst doch gar nicht der Rekord. Was machst du? Die ist wahnsinnig Hühnchen. Also, Schatz, du musst dir sagen, wie es schmeckt. Komm, wie schmecken die? Hast du gerade gesagt 2,50? Da steht 3,50. Ja, 3,50. Echt? Ja. Egal. Nein, ich hatte nur 3 Euro, hallo? Nee. Frauenvorteil. Voll die schöne Stimmung. Ja. Und es hat sich gelohnt nochmal. Das war jetzt einfach weg. Bescheid sagen und dann gehen. Lass ihn da. Komm. Ich will das gar nicht in die andere Richtung. Nee, ja, klar, ciao. Jackie.